Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Heute dreht sich alles rund um die Grand Arena bzw. die Grand Arena Championships. Im Speziellen das Matchmaking, denn die neue quasi Saison, die Testsaison ist wieder angelaufen. Und es gibt eine Sache, da wird Capital Games, glaube ich, niemals einen Fuß auf den Boden bekommen, und das betrifft das Matchmaking. Wir sind alle, wirklich alle schon seit einer halben Ewigkeit mega gefrustet darüber, dass alle möglichen Matches und Team-Ups in den einzelnen Grand Arena Seasons, die wir bisher gehabt haben, kolossal blöd gelaufen sind. Der eine hat gegen Leute gespielt, die astronomisch hoch waren, wohingegen sich andere Leute gefreut haben, dass sie gegen jemanden gespielt haben, der astronomisch schlecht war und easy peasy mal eben Rang 1 eingefahren haben. Beides ist irgendwie berechtigt und das Matchmaking lief lange Zeit ja tatsächlich nur über die reine galaktische Macht der einzelnen Spieler ab, was diejenigen benachteiligt hat, die sich breit aufgestellt haben und viel galaktische Macht angesammelt haben, aber wenige Teams und wenige Charaktere wirklich hochgepusht haben. Wohingegen natürlich andere Leute, die sich auf die Grand Arena konzentriert haben oder aufs PvP fokussiert haben, einen deutlich besseren Vorteil haben, weil sie bei niedrigerer galaktischer Macht zwar auch weniger Teams haben, aber dafür die, die sie haben, deutlich stärker sind. Das ist, man merkt schon, das Ganze ist ein bisschen tricky und sie haben tatsächlich etwas daran geändert. Und zwar haben sie zwar gesagt, ursprünglich, als sie den Zeitplan hier für die Grand Arena jetzt rausgegeben haben, haben sie gesagt, dass die nicht das Matchmaking für diese Championship ändern wollen. Das wird erstmal so bleiben. Haben dann aber zurückgerudert und haben, ja, sagen dann oder haben dann gesagt, dass es einige geringfügige Änderungen am Matchmaking geben wird. Und sie werden es beobachten, um zu schauen, wie das Ganze vielleicht noch im Laufe der Zeit besser verbessert werden kann. Und genau diese Änderung ist jetzt tatsächlich richtig kacke gelaufen, denken viele tatsächlich. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video zeigen, dass diese Änderungen, die sie mit dem Matchmaking jetzt gemacht haben, tatsächlich nicht so unfair sind, wie alle momentan sagen. Denn das Matchmaking tatsächlich, nach näherer Betrachtungsweise, ist tatsächlich deutlich fairer geworden. Und jetzt sagt ihr, was, hä? Wieso? Das ist doch alles Blödsinn, alles totaler Mist. Aber, weil, ich fange jetzt mal von vorne an, was ist jetzt das Problem? Weil alle Welt regt sich auf. Reddit regt sich. Also in Reddit wird momentan richtig hochgefahren. In Facebook-Gruppen geht es richtig ab. Auf Discord-Servern und. Alles ruft momentan, das ist doch über totaler Blödsinn. Warum? Das haben vielleicht einige nicht mitbekommen. Ich zeige euch das jetzt hier an der Stelle einmal. Und zwar geht es darum, dass wir alle noch gewohnt sind, dass die Gegner, die man in einer Grand Arena trifft, die gleiche galaktische Macht besitzen, in Summe, so wie wir auch. Was natürlich gewisse Nachteile hat. Sie haben ja irgendwann angepasst, dass zumindest noch die Charakter galaktischer Macht zählt. Und auch das hat nicht richtig funktioniert, weil, ne, wie eingangs erwähnt, jemand, der sich klein gehalten hat, wenige Teams hat, aber dafür sehr hochgezüchtet, mit einer niedrigen Power immer jemandem überlegen sein wird, der viele Chars hochgesammelt hat, aber die dafür deutlich schlechter sind. Das ist das Problem an diesem 1:1 Vergleich. Jetzt haben sie nämlich etwas geändert. Und ich möchte euch kurz, bevor ich jetzt das erkläre, was wie wo ist, zeigen, was bei mir in meiner Grand Arena quasi passiert ist. Dafür blende ich euch jetzt gerade, oder habe ich euch jetzt mal hier so ein bisschen eingeblendet, wie die galaktische Macht bei meinen Gegnern so aussieht. Und da fallen mitunter doch so der eine oder andere auf. Denn die Charaktermacht, die gesammelte Macht der Charaktere übersteigt bei weitem an einigen Stellen meine Macht, beziehungsweise, und das ist das Faszinierende dabei, auch meine galaktische Macht bei meinen Charakteren übersteigt bei einigen Leuten die galaktische Macht von denen. Das Ding ist jetzt tatsächlich, dass sie eine Änderung gemacht haben. Eine sehr gravierende Änderung. Das
ist erstmal nicht offensichtlich, aber wenn ihr hier in diesen Bildschirm reingeht, habt ihr hier diesen Info-Button. Wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr diesen Satz finden. Es hat mich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich diesen Satz verstanden habe. Und zwar funktioniert das Matchmaking jetzt wie folgt. Nämlich nicht mehr anhand der reinen galaktischen Macht, sondern die Spielersuche in großer Arena basiert auf der Maximalstärke der Einheiten, die ein Spieler basierend auf der in diesem Event zulässigen Anzahl von Trupps einsetzen darf. What the fuck, ne? Also, was ist das? Es hat mich lange gebraucht, bis ich es tatsächlich verstanden habe. Und nachdem ich es verstanden habe, habe ich nochmal einen genaueren Blick auf meine Gegner geworfen und musste tatsächlich feststellen, das ist gut gewesen, was sie gemacht haben. Denn das basiert jetzt auf den Charakteren, die man zur Verfügung hat. Natürlich. Als Beispiel. Bei mir, ich muss hinstellen, 6 Teams, ne? 2 vorne jeweils und 1 hinten sind 6 Teams, was in der Summe 30 Charaktere bedeutet. Mein anderer Gegner hier muss auch 30 Charaktere aufstellen. Und wenn wir jetzt jemanden hätten, der sich sehr stark fokussiert hat, der könnte natürlich richtig, richtig reinhauen oder hat halt natürlich andere Vorteile. Und sie messen jetzt nur noch die Top 30 Charaktere, die man zur Verfügung hat, addieren von denen die galaktische Macht und matchen einen dann gegen jemanden, der auch 30 Charaktere hat, mit der plus oder minus gleichen galaktischen Macht wie die eigenen Top 30 Charaktere. Das hat gewisse Vor-, aber auch gewisse Nachteile. Der Vorteil dabei ist, dass tatsächlich das, was sie angekündigt haben, nämlich, dass sie wollen halt jemanden, der sich breit aufgestellt hat, nicht gegenüber jemandem benachteiligen, der sich sehr stark fokussiert hat, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Ne? Mein zweiter Count zum Beispiel hat sich Jedi Ritter Revan erspielt und hat, im Prinzip habe ich nur ein volles G12-Team, alles andere ist so ein bisschen unter ferner Liefen, aber ich werde regelmäßig mit Leuten in eine Arena geschmissen, in der kein Jedi Ritter Revan drin ist. Ich stelle Revan in der Verteidigung an erster Stelle, der Gegner kommt nicht durch, hat keine Chance, ich habe mein Match automatisch gewonnen, weil das, was er hinstellen muss, ich mit den anderen paar Trupps, die ich zur Verfügung habe, easy peasy locker wegmache. Zumindest die Hälfte. Und das reicht ja, weil er kommt ja durch eine Lane gar nicht durch, weil ich Revan habe. So, das ist das große Problem. Und das ist der Vorteil, dass da an der Stelle jetzt drauf geachtet wird, dass alles, was hinter diesen 30 Charakteren ist, echt crappy sein kann. Das ist vollkommen egal. Man kann 15.000 Stufe 1 Sterne 7 Sterne Charaktere haben. Ne? Wenn ich mir mein Inventar angucke, hier. Ne? Ich habe tatsächlich ich sortiere das mal eben verkehrt herum. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, ich habe hier tonnenweise Charaktere, die ich irgendwann mal freigeschaltet habe, auf 7 Sterne gebracht habe oder irgendwo mit der Ausrüstung aufgehört habe. Und die sind bisher immer mit in die Betrachtung mit eingeflossen. Ich kann mit denen aber effektiv in der Grand Arena gar nichts machen. Nichts reißen, kein nichts, gar nichts. Deswegen ist das sehr, sehr gut, dass tatsächlich jetzt nicht von das komplette Paket, sondern nicht alles, sondern nur noch so ein Teil davon, nämlich die besten Charaktere, die man hier zur Verfügung hat und davon 30 Stück. Und das möchte ich euch zeigen, dass es zwar mitunter fair sein kann, aber auch ein bisschen man Pech haben kann und das ist dann der Nachteil. Also, wenn man sich jetzt mal hier anguckt, ne, ich bin ja, ihr kennt ja mittlerweile mein Inventar so ein bisschen, ich habe ja ein paar gute Charaktere, ne, Luke, Grievous, Chewie, Ventress, Kenobi, Padme und, ne, also hier sind ein paar ganz gute dabei. Ich habe ja versucht, auch meine Teams entsprechend hinzustellen. Und wenn ich mir jetzt meinen Gegner in der Grand Arena angucke, dann muss ich feststellen, dass mein Gegner hier die Top 30 Charaktere, ne, Talsin, Luke, Wampa, Boba Fett, Ahsoka, Leia, Jedi Ritter Revan, ist jetzt vielleicht nicht das Nonplusultra, wo man sagt so, boah, das ist voll das geile Ding. Aber wenn man sich die Power der Charaktere anguckt, wie viele 12er Charaktere dabei sind, das Modding habe ich mir jetzt tatsächlich noch nicht angeguckt, aber rein von den Charakteren, die potenziell zur Verfügung stehen, ist es schon relativ fair. Und alles, was danach kommt, hier unten, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich meine, ganz ehrlich, ich stelle entsprechende Teams auf in der Verteidigung und also das passt schon. Das ist schon richtig, das ist vollkommen in Ordnung, dass das so ist. Wenn ich mir jetzt einen anderen Charakter angucke, den habe ich nämlich auch gesehen, der hat
tatsächlich, das ist hier der Herr Rey Skywalker, falls das jemand ist, der zuschaut. Es tut mir leid, dass du als Beispiel genommen wirst. Aber Rey Skywalker hat von den Werten her 1,5 Millionen galaktische Macht nur bei den Charakteren. Ich habe 2 Millionen galaktische Macht bei den Charakteren. Er hat 2,5 Millionen galaktische Macht in Summe. Ich habe aber 3,6 Millionen. Das ist ein massiver Unterschied. Und alle sagen, oh, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn so jemand gegen jemanden gepaart sein, der so viel mehr galaktische Macht hat? Ne? Das ist ja die Logik. Ne? Ich habe wenig galaktische Macht und treffe jetzt auf jemanden, der hat viel galaktische Macht. Oder umgedreht. So, aber wenn ich mir jetzt seine Teams angucke, die er zur Verfügung hat. Jedi Ritter Revan, Darth Traya, Nihilus, Jedi Rey, Darth Revan, ne? Also, für jemanden, der nur 2,6 Millionen hat und der nur 1,5 Millionen Charakterstärke hat, im Vergleich ist das, sind seine Top-Charaktere mit denen, die ich besitze, ebenbürtig. Oder vielleicht sogar besser, je nachdem. Das muss man mal gucken. Also allein, dass er Revan, Darth Revan hat, das ist natürlich schon ein Brett. Ich komme trotzdem vielleicht durch, das muss man mal gucken. Es ist natürlich klar, dass dann hier unten nicht mehr viel da ist. Ne? Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Hier unten ist nicht mehr viel Luft. Das heißt, da muss man abwiegen. Man hat natürlich die stärksten Charaktere und man hat gute Chancen. Aber das ist deutlich fairer, denn seien wir mal ehrlich, jemand, der Jedi Ritter Revan und Darth Revan und Traya und all sowas zur Verfügung hat, hat, egal gegen was er da spielt, grundsätzlich verdammt gute Chancen, da ganz gut dabei zu sein. Und jemand, der diese Charaktere nicht besetzt, hat es verdammt schwer gegen so jemanden. Und das überlegt man sich mal in einem anderen Punktebracket. Deswegen sage ich, das Matchmaking ist per se fairer geworden. Und es ist wirklich so. Ich persönlich habe mir alle diese Charaktere, die ich hier habe, alle Spieler, gegen die ich hier spiele, ich habe mir die Charaktere angeguckt, die sie zur Verfügung haben. Und es ist fair und ausgeglichen. Ich habe potenziell gegen jeden dieser Charaktere eine realistische Chance zu gewinnen in der Grand Arena, wenn ich natürlich richtig spiele. Das bedeutet, wenn ich die richtige Verteidigung einsetze und wenn ich die richtigen Angriffsteams benutze. Ich habe eine Chance auch gegen jemanden, der die beiden Revans und Traya und sowas hat, weil ich habe entsprechende Konterteams zur Verfügung. Und das ist fair, obwohl er deutlich weniger galaktische Macht hat und deutlich weniger extrem starke Charaktere. Ich bin breit aufgestellt, ich bin verdammt breit aufgestellt, aber ich kämpfe gegen jemanden, der sich fokussiert hat. Und das ist fair. Das ist fair, weil die stärksten Charaktere sind gleich. Und das ist das, was sie beabsichtigt haben mit diesem Satz, mit dieser neuen Form des Matchmakings. Es ist natürlich noch nicht das Nonplusultra, was es jetzt gibt, aber es ist bedeutend fairer als alles, was wir vorher gehabt haben. Und ich weiß, dass das viele von euch mega gegen den Strich geht und dass das richtig hochkocht. Aber wenn man es sich objektiv betrachtet und sich anguckt, gegen wen man kämpft, natürlich gibt es Einzelfälle, es gibt immer mal das eine oder andere, was außen vorschlägt. Aber vom Prinzip her ist dieses System deutlich fairer, denn ich kann jetzt Charaktere, ich habe seitdem die Grand Arena da ist, habe ich hier. Ich habe viele Charaktere nicht aktiviert und auch hier Splitter. Ich habe die Charaktere nicht weiter im Level gepusht, weil das meine Chancen in der großen Arena drastisch verringert hätte. Und jetzt kann ich das wieder machen, weil diese Charaktere überhaupt keine Rolle mehr in der großen Arena spielen. Sie sind für das Matchmaking nicht mehr von Relevanz. Das heißt, ich kann Charaktere aufbauen und hochziehen und sobald sie stark genug sind, werden sie berücksichtigt. Und solange wie das nicht der Fall ist, sind sie belanglos für die große Arena. Weil ich spiele sie in der Zwischenzeit ja auch gar nicht in der großen Arena. Das, meine lieben Leute, ist deutlich fairer. Ihr könnt mir gerne jetzt in den Kommentaren schreiben, boah, nee, stimmt überhaupt nicht. Ihr könnt auch schreiben, eigentlich hat er ja irgendwo recht. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Wie fair findet ihr, nach dem, was ich euch erklärt habe, das neue Matchmaking-System? Findet ihr es gut oder findet ihr es schlecht? Und bitte nicht Daumen runter oder Daumen hoch geben und beim Video, um euch das anzuzeigen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es kacke findet. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es super findet. Ich persönlich
bin gespannt, wie die Matches jetzt laufen werden, denn sie werden definitiv fairer ablaufen. Ich hoffe, es hat euch ansonsten gefallen. Deswegen Daumen hoch, teilen, Kanal abonnieren, denn es gibt Grand Arena Livestreams die nächsten Tage. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal bei Star Wars Galaxy of Heroes. Bis dahin, ich bin der Summe. Stay tuned. Ciao.